Mindestens bis zum 10. Januar bleiben Kinos, Theater, Fitnessstudios und Co. geschlossen, die Schulen aber bleiben weiterhin geöffnet, auch in Münster. Trotz vereinzelter Corona-Fälle an Münsteraner Schulen scheint Schule während der Pandemie zu funktionieren. Aber wie sieht der Corona-Schulalltag eigentlich aus? Pascal-Gymnasium. Herr Brahmeier, Schulleiter des Münsteraner Gymnasiums, berichtet, das Miteinander habe sich im momentanen Schulalltag durch die Pandemie deutlich verändert. Wir haben im Augenblick natürlich die Situation, dass wir in allen Klassen jetzt im Winter sehr niedrige Temperaturen haben, dadurch, dass wir lüften müssen. Es hat sich sehr verändert, das Miteinander sprechen, weil natürlich alle Maske tragen seit den Sommerferien im Unterricht. Und das führt dazu, dass man den einen oder anderen Schüler gar nicht mehr so gut verstehen kann. Aber wie ist Schule überhaupt möglich, obwohl sich tagtäglich 1000 SchülerInnen und LehrerInnen auf den Fluren begegnen? Laut ihm gäbe es ein Sicherheitskonzept, entwickelt von ihm und dem Sicherheitsbeauftragten der Schule. Zudem bekäme die Schule noch Unterstützung von außen. Wir bekommen immer wieder sehr genaue Hinweise, wie der Schulalltag abgewickelt werden soll. Wir bekommen klare rechtliche Vorgaben, was das Lüften angeht, was das Masketragen angeht. Da kann man sich schon gut dran orientieren. Für die S-Bahn der Schule gelten ebenfalls besondere Regeln, und zwar, dass dort in 2 Schichten jetzt gegessen wird und die Tische beklebt, wer wann wo ist, damit die Schülerinnen und Schüler sich wirklich nur innerhalb der Klasse begegnen und nicht die Jahrgangsstufen ständig durcheinander kommen. Um das Einhalten des Hygienekonzeptes zu kontrollieren, wurden in den Pausen die Aufsichten verstärkt. Dies sei jedoch für die LehrerInnen eine zusätzliche Belastung. Wir sorgen allerdings in den Pausen auch dafür, dass uns die Aufsicht ein bisschen leichter dadurch fällt, dass wir die Klassenräume abschließen und die Schülerinnen und Schüler in den großen Pausen nach draußen müssen. So haben wir die besser im Blick und sorgen dafür, dass alle frische Luft bekommen, die Klassen gut durchgelüftet werden können. Funktioniert das Hygienekonzept denn überhaupt und wie gehen die SchülerInnen und LehrerInnen damit um? Wir sprechen mit den Erprobungsstufenkoordinatorinnen, Frau Rader und Frau Stahlberg, und der Oberstufenkoordinatorin Frau Blaster-Heiden. Inzwischen ist es so, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich an die ganze Situation gewöhnt haben. Anfang des Jahres war es etwas schwieriger, die Wege einzuhalten, die Masken zu tragen. All das hat sich eher stabilisiert, ist normal. Aktuell, glaube ich, haben die meisten Schülerinnen und Schüler Probleme wegen der Klausursituation. Das ist sehr unangenehm, auch in den Klausuren. Das ist so die Rückmeldung, die wir bekommen, Masken tragen zu müssen. Das ist eine enorme Belastung. Die Kleinen nehmen das sehr ernst. Die tragen ihre Maske, da rutscht die vielleicht mal ein bisschen die Nase runter. Wenn man dann aber sofort sagt, setz sie bitte wieder richtig auf, dann wird die auch aufgesetzt. Schwierig ist es in Situationen, wo die Kinder frühstücken wollen beispielsweise, die Maske abnehmen und dann eben nicht eng beisammenstehen sollen. Ich denke auch, dass sie von der Grundschule, gerade die Fünfer, auch von der Grundschule schon viel mitgebracht haben und das einfach weiterführen. In der Regel können wir sagen, dass es hier an der Schule mit dem Maskentragen doch ein deutlicher Gewinn ist und dass der auch wirklich eingehalten wird, um diese Corona-Pandemie einzudämmen. Hände waschen und Co. kann nicht entsprechend kontrolliert werden. Von daher ist es auch viel ein Ding von Vertrauen. Im Falle einer Corona-Infektion, so Herr Brahmeier, entscheide das Gesundheitsamt, wie lange die betroffene Person in Quarantäne müsse. Das richtet sich ja eigentlich danach, wann das gemeldet worden ist, dann aber auch danach, wann der letzte Schulbesuch war, wann der letzte Kontakt war. Und insofern muss ich dann erstmal mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern, die dann Corona-positiv getestet sind, sprechen. Da helfen auch die Sitzpläne, die wir im Internet hochgeladen haben. Es sind schon fast 700 von den Kolleginnen und Kollegen dort eingestellt worden. Und über eine Suchfunktion ist sehr gut herauszufinden, in welchem Kurs, in welcher Klasse, wer neben wem gesessen hat. Politik und Schulen debattieren zudem seit geraumer Zeit über das Thema Homeschooling. Viele SchülerInnen und LehrerInnen in Deutschland wünschen sich eine Entlastung, zum Beispiel durch Wechselunterricht. Herr Brahmeier hat diesbezüglich eine klare Meinung. Für mich steht der Präsenzunterricht nach wie vor über allem, und zwar für alle Schülerinnen und Schüler. Wechselunterricht ist aus meiner Sicht die letzte Option. Und das Infektionsgeschehen gibt mir bis dahin auch recht, denn es ist nicht nachvollziehbar, dass sich auch nur eine Schülerin oder ein Schüler hier in der Schule angesteckt hat. Die Corona-Positivfälle, die wir haben, spielen sich alle zu Hause ab. Die Ansteckung ist allein in der Familie passiert. Homeschooling oder Wechselunterricht sind also auch am Pascal-Gymnasium erst einmal nicht in Sicht. Aber wie fühlen sich die SchülerInnen und LehrerInnen in dieser Situation?
Ich persönlich jetzt, und ich glaube, innerhalb unseres Teams kann ich das auch für alle sagen, wir sind ja eher optimistisch und wir fühlen uns nicht verunsichert, auch durch die Tatsache, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen. Ich fühle mich relativ sicher, dadurch, dass das wirklich mit den Masken hier gut klappt und auch dadurch, dass man mitkriegt, dass die Übertragung der Krankheit ganz, ganz stark unterbunden werden kann durch das Tragen der Maske. Ja, an und für sich fühle ich mich wirklich sicher. Ich nehme auch an den Testungen teil. Wir haben hier die Möglichkeit auch zu testen. Das gibt mir Sicherheit, weil das auch in der häuslichen Situation wichtig für uns ist, dass ich gesund bleibe. Deshalb habe ich am Anfang gedacht, ich sitze auf so einem Pulverfass, wenn ich das nach Hause trage. Mit den vielen Kontakten, die wir so jeden Tag haben, ist das deutlich auch gefährlich. Maske tragen hat einen weiteren positiven Effekt. Wir haben so gut wie keine Erkältungskrankheiten im Moment in der Schule. Natürlich bleiben die, die stark niesen und husten, im Moment zu Hause. Aber es bleiben auch nicht so viele zu Hause, wie wir sonst Erkältungskranke im Winter hatten. Aber ich glaube, dass diese Frage nicht zu verallgemeinern ist. Und das ist, glaube ich, das große Problem an dieser Situation, dass diese ganzen allgemeinen Konzepte den Einzelnen nicht immer erreichen und dann manchmal individuelle Lösungen, die einiges einfacher machen würden, nicht genehmigt sind. Das ist, finde ich, so aus unserer Oberstufenarbeit das größte Problem. Zwei Schüler geben an, sie würden sich relativ sicher fühlen. Sorge bereiten würden ihnen jedoch ein paar SchülerInnen, die die Maskenpflicht oder den Mindestabstand bei der Einnahme von Essen und Trinken nicht einhalten würden. Ich fühle mich immer so ein bisschen unwohl, denke aber so, wie wir es hier durchziehen, da wir alle an einem Strang ziehen und auch die Masken aufbehalten und uns an die Regeln halten, haben wir eine Chance, dass wir es unbeschadet überstehen. Wir haben wirklich niedrige Corona-Zahlen hier an der Schule, das ist sehr gut. Die Schulgemeinde zieht wirklich in eine Richtung. Der Schulalltag des Gymnasiums scheint sehr geregelt, wenn auch gewöhnungsbedürftig. Man merkt, die Schule hat sich in der Vergangenheit viele Gedanken um die Sicherheit der SchülerInnen und LehrerInnen gemacht, die auch bis zu einem gewissen Grad gewährleistet werden kann. Dennoch wird von allen Beteiligten erhofft, dass Normalität schnell wieder einkehrt.